willkommen zur zweiten Folge von unserem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Klingenbach-Map. So, wir haben hier jetzt nur noch, das Gewicht stehen. Wir haben eine ganze Menge an Equipment verkauft. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten hier einen Radlader, der ist weg. Wir haben den Hürlemann, der ist weg. Wir haben das Güllefass, das ist weg. Wir haben den kleinen Anhänger, das ist auch weg. Wir haben die zweite Saatgutmaschine, die ist auch weg. Wir haben den Pflug weg. Und was haben wir denn noch weg? Den Pflug? Ich glaube, das war's. Und daher haben wir jetzt 181.200 Euro auf dem Konto. Wir haben uns einen Plan gemacht, was wir jetzt uns kaufen wollen. Ohne dass wir das Basis-Equipment hier noch verkaufen. Die Basis-Ressourcen. Und zwar, wo wollte ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin wollte. Auf jeden Fall seht ihr rechts oben noch was Neues, und zwar die Wochenübersicht, die Wettervorhersage. Die habe ich mal angemacht. Ich war auch im Seasons-Menü. Jetzt hat das Ding gemacht, ich weiß gar nicht warum. Hier sehen wir die Gradzahl, nehme ich mal an, bei welcher Temperatur wir das Zeug aussäen sollten. Hier haben wir die 3, weil wir gerade 4 bis 6 Grad haben. Okay, nehme ich mal an, dass es so ist. Okay, das macht Ding, wenn ich hier reingehe. Genau, hier haben wir diese Übersicht. Dann eben sehen wir hier grün, Zeit zum Pflanzen und die Aussaat. Ist eigentlich das Gleiche. Wobei eben Pflanzen tun wir natürlich Kartoffeln und Zuckerrüben oder Pappeln. Und aussäen tun wir natürlich Getreide. Dann haben wir hier noch eine Erntezeit, wann das möglich ist. Ölrettich das ganze Jahr, Pappeln das ganze Jahr, Gras fast das ganze Jahr. Und dann haben wir hier eben noch eine Übersicht, wann die Preise wohl am höchsten sind. Ja, das ist auch ganz interessant. Kartoffeln Anfang des Jahres. So verstehe ich zumindest diese Grafik. Wolle ist generell hoch, ist ja klar. Aber hauptsächlich im Frühjahr und gehen Winter. Und dann haben wir eben noch ein paar andere Einstellungsmöglichkeiten. Hier habe ich zum Beispiel Ernten bei Feuchtigkeit habe ich ausgemacht, weil hier unten steht es schon, also links unten, Dreschen bei nassem Getreide nicht zulassen. Wenn das Getreide, ich habe das letzte in der Doku gesehen, 12% Feuchtigkeit hat oder mehr als 12%, dann würde ein Drescher nicht starten. Deshalb messen die Bauern die Feuchtigkeit immer vor Erntebeginn, um zu gucken, wie trocken, wie nass ist das ganze Zeug. Ist halt sonst mindere Qualität. So, aber jetzt kommen wir zu unserem Shop-Besuch. Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Wir müssen noch einen kleinen Kredit aufnehmen. Ich hoffe, wo sind wir denn? 20.000 reichen. Also 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir 201.000 und jetzt können wir uns das Equipment holen. Traktor habe ich mich entschieden für den Fendt 700 Vario mit Frontladeranbau, mit einer Stufe mehr Leistung. Hauptfarbe ist egal, Radsetup ist auch egal. Kaufen. Jawollo. So, dann brauchen wir noch einen Frontlader. Zwar den Stoll FZ60. Farbe. Nehmen wir Fendt-Farbe. Oder nee. Wir lassen die Farbe. Den kaufen wir einfach so. 8000. Zack. Dann habe ich mir gedacht, ich hole mir gleich noch die Biobelz LF180 Ball Poltergabel, weil wir natürlich auch im Winter dann Holz machen müssen. Jetzt haben wir noch 9000. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Das da? Ich glaube nicht. Dann haben wir sogar 5000 zu viel aufgenommen. Ist aber nicht so wild. Pflug. Leihen wir uns nur die Amazon Cayron. Genau, den leihen wir uns bloß.
weil pflügen müssen wir nicht so oft. So. Habe ich den jetzt gemietet? Ah, der steht da hinten. Okay. Gut. Das ist unser neues Equipment. Der Fan sieht schon mal cool aus. Hört sich auch nice an. Gehen wir erstmal den Flug holen. Das ist Teil. Ich bin hier noch nie Fan gefahren. So, Flug angehängt. Und genau das habe ich mir eigentlich gedacht. So, der kommt jetzt wieder ein bisschen runter. Aber genau das ist auch der Grund, weshalb ich das, das Gewicht hier habe stehen lassen. Weil ich mir das schon gedacht habe, dass er viel zu schwer ist für den Traktor. So, Frontgabel nach oben und dann hängen wir das Gewicht noch dran, dann müsste es passen. Ja, wie wir sehen, passt es nun. Und dann können wir jetzt mit unserem neuen Equipment zum Feld Nummer 13 starten. Das hier machen wir mal kurz wieder aus, das brauchen wir nicht immer. Und dieser Traktor hat 200 PS Leistung. Das ist eigentlich gut genug, dass der uns eine Weile reichen wird. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall ist es ganz gut, dass wir jetzt mal ein bisschen Equipment zum einen aussortiert haben, zum anderen uns aufgerüstet haben, weil so kommen wir schneller voran. Halt hier. Oh nein, 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 nein. Ey, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ey, ich fahre die erste Kurve und das Ding haut's hin. Moment, wir probieren mal. Ob wir den so wieder hingestellt bekommen. Vielleicht klappt es gleich. Moment. Der Pflug. Der Pflug. Ach, Menno. Okay, wir müssen den anderen Traktor holen. Und probieren, den damit hochzuschubsen. Ey, was ein Fail. Gleich zu Beginn der neuen Serie. Oh, Hühnchen überfahren. Und vor allem auch noch den Traktor, der hier mit Frontlader unterwegs ist. Das war ungeschickt. So, Rettungseinsatz läuft. Ich werde jetzt erstmal probieren, hier sachte den Pflug runterzudrücken. Vielleicht, wenn ich denn da drücke. Ja, komm, komm, komm. Jawohl. Jawohl. So, das hat schon mal geklappt. So. Aus, Motor aus, umsteigen. Also, wir sollten dran denken, dass wir hier den More Realistic Mod anhaben. Also ein bisschen vorsichtiger fahren. Ja. Zuklappen wollte ich den eigentlich. Also wir müssen ein bisschen natürlich vorsichtiger um die Ecken fahren. Vor allem bei den Sträßchen hier oder Wegen. Die sind ja kräuslich. So. Und dann machen wir uns mal hier ans Pflügen. Da wir natürlich ein bisschen faul sind, werde ich mal gucken, ob ich hier einen Helfer einstellen kann. Aber erstmal muss ich hier ein paar Bahnen selber machen. Ah, das Gewicht ist noch unten.
Das hindert uns natürlich ein bisschen am Vorwärtsfahren. Nein! Falsches Gerät nach unten befördert. So, Pflug wird abgesenkt. Und jetzt vorwärts. Gut, wir fahren jetzt hier ein, zwei Bahnen links, rechts. Ja, genau. Damit wir dann den Helfer anstellen können und der am Ende hier nicht irgendwie an der Böschung hängen bleibt. Weil das wäre doof. Okay, der Flug ist immer noch ziemlich schwer. Wie wir sehen, haben wir damit ein bisschen Probleme. So. Das heißt, wir müssen uns auch noch ein neues Gewicht holen. Damit wir da ein bisschen besser kontrolliert fahren. So, wir müssen jetzt auch nicht zu genau arbeiten. Wir müssen das Feld sowieso nacharbeiten, wenn das ein Helfer bearbeitet hat. Ich möchte nur eben, wie gesagt, hier ein bisschen verringern, dass der Helfer irgendwie austickt. Wir werden hier gegenüber zum Vasel-Map Let's Play durchaus mit Helfern arbeiten, weil die uns einfach das Leben erleichtern. So, das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein von unserer Seite. Jetzt hauen wir mal den Helfer rein. Und der macht hoffentlich einen besseren Job wie ich. Zumindest was das Fahren mit Pflug angeht. Okay, nicht ganz. Die Felder scheinen nicht ganz, sorry, nicht ganz gerade zu sein. Aber wie gesagt, das ist nicht so wild. Wir müssen sowieso nacharbeiten. Mit dem hier können wir jetzt mal hoffentlich nicht umfallen. So. Können wir jetzt mal rüberfahren zum Hof. Muss mich auch mal informieren. Wir haben noch zwei weitere Felder. Was die anderen beiden Felder so brauchen. Damit wir wissen, was als nächstes... Nein! Alter! Mann, könnt ihr nicht auf die Vorfahrtsregeln achten? Ihr habt schon eine... Ah. Die haben eindeutig eine Straße, wo sie langsam fahren müssen. Und dann fahren die einfach immer raus. Störfaktor Nummer 1. So, wir brauchen dann als erstes mal den Düngestreuer. Weil ich gerade überlege, ob ich den... Wie viel Reichweite? Der hat bestimmt zu viel Reichweite, dass wir so eine Kombination anwenden können. Düngestreuer. Der hier hat 12 Meter Reichweite. Ja, viel zu hoch. Gut. Dann können wir das schon mal vergessen. Wobei ich überlege, ob ich die... Wir müssen jetzt pflügen, düngen, gruppern, säen. Dann machen wir doch Folgendes. Wir... nehmen den Grupper gleich mit. Oder wir gucken erstmal, was die anderen Felder so wollen. Die 1 und 2 müssen auch gepflügt werden. Da ist aber schon Raps und Mais angebaut. Okay. Ah, die sind abgeerntet.
Okay, das heißt, wir müssen alle pflügen. Es passt, dann können wir hier einfach mal alles mitnehmen, was wir an Equipment brauchen. Ist natürlich auch ein bisschen schwer für den Zetter, deshalb hängen wir da vorne noch den Düngestreuer dran, dann sollte das mit dem Gewicht besser passen. Dum, 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 dum. Ah, Moment, ich möchte hier noch was anderes. Ich möchte hier noch was kaufen. Ein platzierbares Objekt. Und zwar hier, den Eiersammler. Den pflanzen wir mal. Wo pflanzt man den denn hin? Hier. Neben die Hühnerstation. So, hier. Oder? Ja, so ist gut. So, dann müssen wir nämlich keine Eier mehr sammeln. Das funktioniert jetzt automatisch. Das ist sehr angenehm. Ups, zu früh eingelenkt. Das ist sehr angenehm, der übernimmt uns das Eier einsammeln. Wir müssen dann irgendwann nur zur Verkaufsstation, um das Zeug zu verkaufen. Und das war's. Ich glaube, wir können hier auch rechts abbiegen. Da kommen wir auch zu unserem Feld. So. Ich denke aber, wir stellen das mal auf die andere Seite. Damit es den Flug nicht behindert. So, hinten senken wir mal ab. Vorne senken wir auch ab. Und Motor aus. Dann sind wir hier nämlich nicht in der Situation, dass wir hier Probleme kriegen, dass unsere Maschine zu heiß läuft. Unser Helfer wird jetzt unser Feld voll fertig machen. Ich denke, weiß noch nicht, wie ich das handhabe. Eigentlich hatte ich gedacht, der ist ein bisschen schneller. Aber er ist ja schon flott genug. Er wird auf jeden Fall bis zur nächsten Folge das Feld hier fertig pflügen. Die anderen Felder werde ich ihm dann auch in Auftrag geben und in der Zwischenzeit, wo er dann nächstes Mal die anderen Felder macht, können wir uns hier ums Kruppern, Düngen und so weiter kümmern. Hauptsächlich Kruppern und Düngen. Ja, so sieht es im Moment aus. Wie gesagt, unser Fendt Vario 700, geiles Teil, genug Leistung hat er und unser Helfer ist ganz schön fleißig. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, Like oder Abo, Kommentar auch gerne. Wenn ihr Vorschläge für Mods habt, ja, ich hatte ja auch mal mit dem Gedanken gespielt, hier historische Landwirtschaftsfahrzeuge einzubauen bei irgendeinem Let's Play. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, was ihr da für Vorschläge habt. Und wie wir hier sehen, haben wir da natürlich eine Reihe ein bisschen vergessen. Wir geben mir einige Nacharbeitszeit in der nächsten Folge, bevor wir hier mit dem Kruppern anfangen können. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nur eine Kleinigkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao!